Hallo Leute, heute sehen wir uns den Tutur USB-C auf SD- und Micro-SD-Kartenadapter an. Da das neue MacBook Pro keinen SD-Card-Slot mehr hat, aber alle meine Kameras auf SD-Karte aufnehmen, musste ich mir natürlich einen passenden Adapter dafür kaufen. Ich hätte mir lieber einen Adapter mit einem Kabel gekauft, also einen, was man ein bisschen biegen auch kann, aber da habe ich leider nichts Gescheites gefunden und habe mich deshalb für diesen Adapter hier entschieden. Auf Amazon hat er eine sehr gute Bewertung und für den Preis, also gut 10 Euro, kann man ja nicht viel falsch machen. Jetzt packe ich ihn einmal aus. Hier haben wir ihn eh schon. Da steht Tutur drauf, wenn ich ihn rausbekomme, ja hier. Tutur. Hier haben wir den SD-Karten-Slot und den Micro-SD-Karten-Slot. Hier haben wir einen USB Typ A Adapter. Er ist fokussiert. Ja, sieht gut aus. Ja. Hier können wir natürlich noch aufmachen. Dann haben wir natürlich hier noch den USB Type-C Anschluss für das MacBook Pro. Hier steht natürlich noch USB 3.0. Das ist die Geschwindigkeit des Adapters. Ja, sieht sehr gut verarbeitet aus. Und riecht auch nicht irgendwie nach Chemie. Oder irgendwie anders ungut. So, was haben wir hier noch erinnern? Bedienungsanleitung auf Englisch. Aber sonst nichts. Jetzt testen wir natürlich zuerst einmal seine Geschwindigkeiten, was er überhaupt kann und ob er gut ist. Ich teste den Adapter mit meiner SanDisk Ultra Micro SD-Karte, meiner SanDisk Extreme Pro SD-Karte und mit meinem SanDisk USB 3.0 USB-Stick. Als allererstes teste ich den USB-Stick. Ich teste ihn einmal direkt am MacBook und einmal über den Adapter. Und wie man an den Messwerten sehr gut sehen kann, gibt es keinen Unterschied zwischen Adapter und direkt angeschlossen. Weshalb ich mal behaupte, dass man durch den Adapter keinen Geschwindigkeitsverlust hat. Nur das ist leider nur beim USB-Stick so, wie wir jetzt gleich bei den SD-Karten sehen werden. Hier teste ich nämlich jetzt gerade die Micro-SD-Karte und wie wir sehr gut sehen können, erreiche ich gerade mal 16,4 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit und gerade mal 20 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Wenn man jetzt sieht, ohne Adapter, also am MacBook Air direkt angeschlossen, erreiche ich zwar beim Schreiben nur 20 MB pro Sekunde, dafür beim Lesen 90. Hier sieht man sehr gut, dass der Adapter die Lesegeschwindigkeit der Micro-SD-Karte sehr ausbremst. Dies wird sich sicher beim Abspielen eines hochauflösenden Videos bemerkbar machen. Okay, als letztes teste ich jetzt noch ganz kurz die SD-Karte über den Adapter und direkt und dann sehen wir noch, was da für Geschwindigkeitswerte rauskommen. Und ja, wir haben ja genau das gleiche Problem. Über den Adapter haben wir 24 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit und 20 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Wenn ich ihn jetzt aber wieder beim SD-Karten-Slot vom MacBook Air teste, habe ich 80 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit und 90 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Das ist genau der Wert, den der Hersteller angibt, 90 MB pro Sekunde. Das heißt, dass das MacBook Air auch die komplette Geschwindigkeit nutzen kann. Also empfehlen würde ich diesen Adapter jetzt nicht unbedingt jemanden. Falls jemand an jeden Megabyte pro Sekunde angewiesen ist, den er haben kann, sollte er sich lieber einen Spur besseren Adapter kaufen, dafür auch teureren. Aber ja, wie ihr gesehen habt, wer nicht viel zahlt, bekommt auch nicht viel. Ich zeige jetzt noch ganz kurz, wie die Geschwindigkeit im realen Einsatz ist. Dazu habe ich jetzt noch ein ganz kurzes Video gemacht von einer Testdatei, die ich vom Computer auf die SD-Karte schiebe. Und dann kann man sich auch ganz gut den Unterschied ansehen zwischen Adapter und direkt. Dann sage ich noch vielen Dank fürs Ansehen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.